Hallo liebe Moonies und ein herzliches Kuppi zu unserem 10. Moon Prism Podcast mit Akt 8 von PTSM und den Moderatoren Sailor Cat und Kuppi. Das Metal Nako Nako anscheinend. Nako Nako ni. Nako Nako ni. Genau. Ja, was ein Nako Nako ist, das erfahrt ihr in der heutigen Folge, falls ihr es noch nicht wisst. Ja, Fragen haben wir jetzt keine bekommen. Jetzt ist wieder so eine Zeit, wo wir die Folgen sehr schnell hintereinander aufnehmen. Ja. Wobei so schnell jetzt auch nicht. Ich glaube, die letzte Folge ist jetzt schon 4 Tage her. Ja, aber halt in weniger kurzen Abständen als eine Woche. Und wir haben auch das Gefühl, jetzt momentan sind die Leute gerade ein bisschen... Es ist halt das Sommerloch, die Leute sind im Urlaub und haben nicht so wirklich viel Zeit für YouTube und so. Das also merke ich gerade ein bisschen. Also da die Folge, glaube ich, erst im Oktober veröffentlicht wird sollten wir vielleicht sagen, wir haben gerade Ende Juli. Genau. Also, ja klar, bei euch ist das jetzt natürlich schon vorbei, aber zu diesem aktuellen Aufnahmezeitpunkt. Ja, das die Folge, wie schon gesagt, das ist Act 8, Act 8 ja eigentlich. Und sie heißt, oder möchtest du zuerst deinen Titel sagen? Mein persönlicher Titel der Folge ist Nako Nako Ni. Genau, aber sie heißt eigentlich Rei to Oto-san, Rei und ihr Vater. Der nicht mal in der Folge vorkommt, aber es geht irgendwie um ihren Vater. Ja. Das wusste ich gar nicht mehr. Ich dachte, der kommt da auch vor. Aber es gibt halt später nochmal so mindestens eine sehr wichtige Folge mit ihrem Vater und da kommt er dann vor. Es gibt irgendwann eine Folge, da will er, glaube ich, dass sie den Tempel abgibt oder sowas, ne? Ich weiß nicht, aber irgendwann streiten die sich nochmal ganz furchtbar, das weiß ich. Und ich glaube, es hat irgendwas mit dem Tempel zu tun, also... Echt? War es nicht einfach wegen der Mutter? Das kann auch sein, aber ich habe irgendwie im Kopf, der will irgendwie, dass sie das mit dem Tempel sein lässt, warum auch immer. Ich glaube, er hatte sogar einen halbwegs plausiblen Grund dafür, aber ich weiß ihn nicht mehr. Ja, aber dazu kommen wir dann in der Zukunft jetzt mal zu dieser Folge. Ja, sie startet im Crown Karaoke Center. Also in der Geheimbasis. In der Geheimbasis, wo die Mädels ja ein bisschen genervt sind, weil Usagi sie herbestellt hat, aber sich dann trotzdem verspätet und ewig nicht kommt. Das sind die geilsten, oder? Ja. Boah, da könnte ich ausrasten. Ah, du musst ganz schnell kommen und dann ist er nicht da. Oh. Genau, und jetzt sitzen sie da halt genervt rum und fragen sich, warum Usagi nicht kommt und ja. Ja, vor allem Rei sieht halt super angepisst aus. Genau, und dann sehen wir Motoki, der irgendwelche Selfies mit so einer Kamera macht, mit Kamekichi. Okay. Ja, das kann er halt machen. Das geht schon. Und dann stürmt Usagi rein und ist vollkommen aufgeregt, denn, oh mein Gott, was super unfassbar Wichtiges! Minako, also der Superstar Minako, hat einen Kostümwettbewerb angezettelt, bei dem man ihr Maskottchen Nako Nako cosplayen soll. Und da gibt's dann ein Plüsch-Nako Nako als Hauptpreis, das signiert ist von ihr. Was ist Nako Nako? Ja, wie gesagt, es ist halt so ein Maskottchen, das sie designt hat und es sieht aus wie so ein Einhorn. Also es ist ein Einhorn. Nein, es ist ein Alihorn. Ah, es hat auch Flügel, okay. Mhm. Ja, siehst du bei den Kostümen nachher, die haben alle angeklebte Pappflügel. Ja, okay, es ist ein Alihorn. Ein blaues, ich glaube, es hat auch so einen Hut auf, wie Minako immer. Oder Minako oft. Sie ja, hat also zumindest, so einen, also auf ihren Covers hat sie immer den Hut auf. Das kann man gerade schon sagen, das ist schon ihr Markenzeichen. Sie hat so einen Signature-Cowboy-Hut. Genau. Ja, und es sieht ein bisschen aus wie Rainbow Dash, halt ohne Regenbogenmähne. Und mit Horn. Also 20% uncooler. Das stimmt. Ja, und das Ding ist halt jetzt, Usagi schreibt morgen einen Test und muss lernen. Und außerdem hat sie irgendwie gestern die Hausaufgaben im falschen Workbook gemacht. Und deshalb muss sie die jetzt auch nochmal machen. Und jetzt schafft sie das mit dem Kostüm nicht mehr. Deshalb will sie jetzt, dass die anderen ihre Hausaufgaben machen. Genau, also eigentlich will sie, dass die ihr helfen mit dem Kostüm. Wollen sie aber nicht. Und dann sagt sie, ja, das habe ich mir schon gedacht, dann könnt ihr mir doch bei den Hausaufgaben helfen. Ja, genau. Und dann gibt es so einen kleinen Streit zwischen Makoto und Rei,
Denn Makoto sagt, ja komm, klar, ich helfe dir. Rei ist aber so, nee, das muss sie dann allein machen. Sie hat selber verkackt. Ja, wir haben uns überlegt, wen wir, also auf wessen Seite wir stehen, und wir sind uns nicht ganz einig. Wir sind der Meinung, Rei hat prinzipiell recht, aber wir sind doch auf Makos Seite und würden ihr trotzdem helfen. Genau, also ich kann Rei verstehen, wäre aber trotzdem eher auf Makos Seite. Denn ich meine, ja, sowas passiert halt mal. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass Ami in dieser Folge zwar vorkommt, aber wieder eigentlich nichts macht? Ja, das stimmt. Also die sagt halt, hier hat sie wenigstens eine Erklärung, hier sagt sie halt die ganze Zeit, ja, sie muss lernen und hat keine Zeit. Und deshalb kümmern sich die anderen darum. Ja, ein bisschen schade, aber dafür hatten wir halt schon ein paar Army-Folgen vorher und es werden natürlich auch noch welche kommen. Nee, und ich finde das auch nicht schade. Das finde ich gerade gut an PGSM. Die wissen, sie müssen nicht auf Teufel komm raus jeden Charakter in jeder Folge einbringen und sagen, ja, wir wollen mit Army in dieser Folge nichts machen, also machen wir nichts mit Army. Ja, das stimmt. Dann kann man sich halt besser auf die anderen konzentrieren. Also heute geht es dann halt um Rei und Makoto. Genau, und ein kleines bisschen um Usagi. Ja. Also Makoto soll jetzt so ein komisches Holzschildchen beim Schrein aufhängen. Das ist anscheinend ja so ein Wunschding, das bringt Glück und so. Irgendwer soll mal wir haben ja ein paar, die sich auskennen. Schreibt mal in die Kommentare, was das ist und wie das funktioniert, was es damit auf sich hat. Wir sind zu faul zu googeln. Ja, aber ich glaube, ich habe das schon öfter gesehen. Es gibt ja auch dieses Fest, wo man diese Zettelchen aufhängt mit so einem Wunsch. Und ich glaube, das macht man hier mit so Holztäfelchen, auch wenn gerade kein solches Fest ist. Irgend sowas wird es wohl sein. Aber ich wüsste gerne mal, ob jemand weiß, wie das genau funktionieren soll. Und da hat halt Usagi ihr Ding mit dem Nako-Nako-Wettbewerb draufgeschrieben. Aber am Schrein, da trifft Makoto auf Rei. Genau, beziehungsweise sie kriegt ein Gespräch von Rei mit, wo sie irgendwie am Schimpfen ist. Ja, sie sagt halt irgendwas von Vater-Kind-Beziehung am Telefon und streitet sich halt gerade ganz furchtbar. Genau, und jetzt haben wir ja die liebe, nette Mako, die natürlich hingeht und fragt, hey, hast du Schwierigkeiten? Und Rei sofort aggro, Leute belauschen ist aber nicht nett. Genau, und dann kommt, ich weiß nicht mehr genau wie, aber dann kommt Rei auch irgendwie drauf, nee, du bist ja eigentlich gar nicht meine Freundin. Dann Mako, du auch, ja, wenn das so ist, dann gehe ich halt wieder. Und über dem Zoff hat sie dann vergessen, das Holztäfelchen aufzuhängen. Ja, genau. Aber bei Usagi haben wir jetzt, glaube ich, die lustigste Szene der Folge. Ja, die sitzt halt jetzt in ihrem Zimmer und lernt wirklich sehr fleißig und sehr konzentriert. Also die gibt sich hier wirklich krass Mühe wegen dem Wettbewerb und alles. Naja, und Shingo sieht das und ist so, boah, krass, Mama, die lernt ja wirklich voll konzentriert. Meinst du nicht, dass dann vielleicht gleich die Sicherung bei ihr rausspringen könnte, so zack, wenn sie zu viel lernt? Ja, ich fand nur die Antwort von Ikoko so geil. Zack. Und dann zufällig ist Usagi gerade fertig mit Lernen und fängt jetzt an ihrem Kostüm und ihrer Performance zu arbeiten. Und ihr Kostüm sieht halt, naja, eben sehr improvisiert und selbstgebaut aus. Ja, sie hat doch so ein blaues Kopftuch um, damit es halt aussieht wie das blaue Pferd und halt so alles sehr aus Pappe mäßig. Es sieht jetzt nicht besonders gut aus, aber hey. Und sie hat es halt selber gemacht. Ja, und sie übt halt ihre Performance vor dem Spiegel und sagt immer wieder Kopie, weil das ist wohl das, was Nako Nako tut. Es sagt Kopie. Genau, das ist so das Markenzeichen von dem Viech. Es macht immer Kopie. Und natürlich kommt gerade zufällig Ikoku rein und wollte hier, glaube ich, gerade irgendwie Tee bringen oder sowas. Und ist total entsetzt, weil offenbar ist es jetzt passiert, die Sicherung ist durchgeknallt. Ja, genau, sie denkt halt jetzt, es liegt daran, dass Usagi sich beim Lernen total überanstrengt hat. Und jetzt ist sie vollkommen durchgeknallt. Ich meine, das Kostüm sieht aber auch aus, als wäre sie jetzt durchgeknallt. Ja, und es ist eine sehr witzige Szene und die Kuku ist dann vollkommen besorgt und ist so, oh mein Gott, Usagi, Hilfe, was ist nur passiert? Du musst nie wieder lernen, keine Sorge. Und Usagi immer noch in ihrer Rolle sagt, Kopie? Und die Kuku, nein, nein, nicht Kopie, sag nicht Kopie. Mir fällt auch gerade auf, dass Usagi so Papprollen hat, die sie an die Hände pappt, damit das wie Hufe aussieht. Ja. Ja, ist das geil. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Ja. Und dann sagt sie, ja, du musst nie wieder lernen und dann freut Usagi sich voll. Und sagt halt immer noch Kopie. Ja, dann am nächsten Tag in der Schule sind auch Naru und die anderen Freundinnen im Nako-Nako-Outfit. Eine davon hat wirklich so ein
Pferdekopf, ne? Genau, den sie so drüber gestülpt hat. Der sieht irgendwie noch am besten aus. Ich denke mal, die wird gewinnen. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist dann irgendeine ganz andere, die gewinnt. Die wir nicht kennen. Okay. Irgendeine Ryoko gewinnt dann. Und ich glaube aber, die Freundinnen von Usagi und Naru heißen anders. Ja. Ich habe ihren Namen gerade auch nicht mehr auf dem Schirm, aber so hieß sie nicht. Ich glaube, eine heißt Momoko und die andere weiß ich nicht mehr. Ja. Egal. Im Dark Kingdom will Jedi endlich mal was reißen und wendet sich an Mr. Kompetenz, Zeuside. Der ist tatsächlich kompetent. Ja, das war auch jetzt nicht ironisch gemeint. Ja, aber es klingt so. Nee, es ist halt, er hat auch noch gar keine Gelegenheit, Fehler zu machen, aber da Kunz halt noch nicht da ist, ist er, glaube ich, wirklich die unbestrittene Nummer 1 im Dark Kingdom gerade. Ja, der sitzt halt wie immer an seinem Piano und klimpert vor sich hin. Und ich weiß gar nicht, ob sie es jetzt schon sagen. Aber jetzt kommt halt dieser Plan, dass er Jedi mit seiner Musik dahin beamen kann, wo Sailor Moon ist. Für kurze Zeit zumindest. Genau, ich glaube, es ist noch nicht die Szene, aber darüber zumindest werden sie reden. Eigentlich finde ich, also man hätte das Dark Kingdom in dieser Folge auch fast weglassen können, ne? Ja, schon. Das ist wieder so, eine Folge, da findet man die Haupthandlung schon fast spannender. Das heißt nicht, dass die Kämpfe schlecht sind, das heißt nur, dass die Haupthandlung, also die zivile Handlung, so gut ist. Hm. Apropos zivile Handlung. Aber gab es da dann nicht noch so eine Szene zuerst, wo Nefrite vor Queen Beryl steht und sich über Jedi beschwert und dass der schon wieder versagt hat? Aber Beryl ist dann so, ja, aber der ist mir wenigstens treu und du schwingst dir nur große Reden. Ja, ja, stimmt, das hat es auch noch gegeben. Ist jetzt für diese Folge nicht wirklich relevant, die Szene, aber für den Gesamtkontext doch einigermaßen von Bedeutung. Ja, genau. Weil also Jedi ist halt so der super Loyale zu Beryl und der Nefrite bemüht sich immer sehr, aber irgendwie mag Beryl ihn nicht so wirklich. Weiß nicht genau warum, aber es ist einfach so. Ja, weißt du, Nefrite ist halt der arme Teufel, er ist das Mittelkind. Ne? Weißt du, das älteste Kind hatte halt eh schon die meiste Aufmerksamkeit und jetzt ist das jüngste dran und der mittlere hat nichts abgekriegt. Ah ja. Ja, genau, dann weiter zur zivilen Handlung. Genau, warum geht Mako jetzt nochmal wieder zum Tempel? Also ich glaube, sie will jetzt nochmal das Holztäfelchen aufhängen. Ach so. Oder Usagi hat gesagt, sie soll sich wieder vertragen oder beides. Ja, irgend sowas jedenfalls. Sie sieht durch einen kräftigen Blaufilter, wie Rey irgendwie in ein Auto komplimentiert wird. Ja, da ist auch das Bild so grisselig, so absichtlich. Ja, es soll irgendwie so static sein, aber ich finde das ein bisschen unschön, diesen Effekt, weil wir ständig wieder auf Mako zurückschwenken und dann ist das Bild wieder ganz normal. Also ich finde, man hätte den Filter an sich okay, aber dann hätte man ihn über die ganze Szene legen sollen und nicht nur über bestimmte Winkel. Ja, das stimmt. Genau, Rey wurde anscheinend entführt, oh mein Gott! Ja. Ja, also Rey wurde anscheinend gegen ihren Willen dieses Auto gezerrt und Makoto ist so, oh mein Gott, da muss ich hinterher und sie retten. Genau, die haben die Rechnung ohne Mako gemacht. Yeah. Und dann sind wir, glaube ich, bei der... Ja, wir haben jetzt immer wieder so schnelle Wechsel hin und her. Also gleichzeitig zu Makos Investigation gibt es dann jetzt immer wieder Schnitte rüber zum Wettbewerb. Aber beim Wettbewerb passiert eigentlich nichts wirklich Wichtiges. Wir sehen nur langsam, wie sich immer mehr Mädels da versammeln und so weiter. Genau, dann geht Makoto zu diesem Raum, wo Rey drin ist. Ich glaube, das ist ein Hotel, oder? Ja, ich glaube auch. Und wird aber von so Sicherheitsleuten festgehalten, schleudert sie aber einfach weg. Yay, Mako. Genau, und dann kommt die Frau, die Rey wohl entführt hat, offensichtlich, kommt mal raus, um zu gucken, was los ist und ist total entsetzt. So, wer sind Sie denn? Aber dann sagt Rey von drinnen, nee, passt schon, nee, ist meine Freundin. Und dann geht Makoto rein. Und Rey ist so voll aufgetakelt. Sehr viel weiß und ich weiß nicht. Also ich habe es, glaube ich, irgendwann schon mal gesagt, das ist das Kostüm. Das Miko-Gewand ist ihre richtige Kleidung. Ja, sie hat auch so hochgesteckte Haare und ich finde, es sieht einfach nicht schön aus, weil die Haare so fransig sind. Ich finde, das sieht halt irgendwie so zerrupft aus und nicht, als wäre das jetzt so eine edle Frisur irgendwie. Ja. Aber das ist vielleicht Ansichtssache. Ja, Mako natürlich erstmal so, ja, also ich wollte dir jetzt nicht nachspionieren. Ich habe eigentlich gedacht, dass du, naja, so blöd wie das klingt, entführt wurdest.
Genau. Und Rey meint dann, ja, so falsch ist das gar nicht. Ich wollte eigentlich gar nicht hier sein, weil ihr Vater lädt sie irgendwie jeden Monat zu so einem Essen ein. Und sie hat aber eigentlich gar keinen Bock dahin zu gehen und wird deshalb von diesen Sicherheitsleuten und so da immer mitgenommen. Aber Rey erkennt dann an der Szene jetzt natürlich auch, Mako wollte sie wirklich befreien, auch wenn sie gar nicht entführt war. Genau. Ja, Marco wollte sie retten. Oh. Genau. Nächste Szene ist wieder, ich glaube, wieder eine kleine Szene im Dark Kingdom, wo es dann um diese Geschichte mit dem Teleport geht, auch eher zu vernachlässigen. Ja, dann kommt diese Frau wieder zu Ray rein und sagt, ja, dein Vater ist bereit und er möchte so einen Daten sammeln für irgend so einen Artikel über die ideale Vater-Tochter-Beziehung. Und dann rastet Ray so ein bisschen aus. Ja, dezent. Und will die hier, ach, wie nennen wir sie? Ich nenne sie einfach Tussi. Will die Tussi einfach rausschmeißen, die wehrt sich so ein bisschen und dann kommt Mako und dann ist vorbei. Ja, Ray hat halt so einen kleinen Zusammenbruch. Ja, ideal, spinnst du? Der ist nicht mehr mein Vater, seit Mama tot ist. Und er will doch nur sein Image als Politiker aufpolieren. Haben wir eigentlich schon gesagt, dass er Politiker ist? Ja, ne? Weiß nicht. Also ich glaube, in Rays Einführungsfolge wurde das mal gesagt. Okay. Dann sage ich es an dieser Stelle. Irgendwie habe ich hier bei dieser ganzen Szenerie viel weniger den Eindruck, er ist Politiker, als vielmehr, er ist irgendwie Mafia-Boss oder so. Wieso, wie sich Ja. seine Handlanger hier verhalten? Ja, irgendwie schon. Also ich kenne mich da in Japan nicht aus, ob das so irgendwie typisch für so krasse Politiker ist oder ob der wirklich vielleicht. Meinst du, er ist einfach wirklich ein Yakuza-Boss? Nein. Wo ist Reis Tattoo? Nee, also das wäre komisch, aber. Das wäre aber auch irgendwie witzig, wenn eine von den Senshi irgendwie so eine verbrecherische Familie hätte. Wäre irgendwie spannend, aber passt natürlich nicht in das. Nee, also ich glaube, wenn er ein Yakuza-Boss wäre, das wird man vielleicht merken. Ja, vor allem, das passt auch nicht in die Zielgruppe. Nein. Genau, und dann schmeißt Marco die Tussi raus. Ja, und dann sagt Rey halt, nee, der liebt mich gar nicht, deshalb hat er mich im Tempel, im Schrein abgegeben und ich musste immer ganz allein sein und jetzt hat sie die Nase voll. Ja, wie ist sie eigentlich zu dem Schrein gekommen? Ja, anscheinend hat der Papa sie da einfach irgendwann abgeladen. Ja, aber was hat der mit dem Schrein zu tun? Ach so, stimmt, ja. Gehört er ihm? Ich weiß gar nicht, weil ich meine, also in PTSM gibt's ja keinen Opa Hino, den sehen wir nie. Deshalb, ich weiß gar nicht, sagt sie jemals was von ihrem Großvater? Ich wüsste nicht. Also ich glaube, der existiert halt wirklich in PGSM gar nicht. Also nicht nur, dass wir ihn nie sehen, sondern den gibt's anscheinend gar nicht. Ach so, ja, puh, keine Ahnung. Dann weiß ich auch nicht. Weil Rey scheint den Schrein ja irgendwie auch ganz alleine zu leiten. Wie auch immer sie das macht. Stimmt, das ist ja echt komisch. Also man sieht da nie irgendwelche anderen Leute. Also außer halt quasi in Anführungsstrichen Kunden, vor allem Kinder. Ja. Und dann sagt halt Makoto, ja, komm, wenn du keinen Bock mehr hast, Dann hau dann doch einfach ab. hau doch einfach ab. So, und dann eine Szene, bei der wir uns nicht ganz sicher sind, was da jetzt passiert. Ja, also sie rufen anscheinend einen Zimmerservice und der geht dann so rein. Ja, ihr kennt ja diese Servierwagen und so. Und danach kommt halt Makoto da wieder raus und hat halt die Kleidung von dem Servierwagen an und Rey versteckt sich im Wagen. Wir sind uns jetzt nicht ganz sicher. Hat sich Makoto da irgendwie rausgeschmuggelt und dann, ja, und dann halt verkleidet als Servierwagen? Ein Servierwagenmädel? Na, sie Ja. hat sich als Servierwagen verkleidet. Ihr wisst, was ich Ich bin ein meine. Servierwagen. Roll, roll. Nee, also entweder hat sie sich rausgeschlichen, sich verkleidet, ist als Serviertante rein und hat dann Ray versteckt und ist wieder raus. Oder sie haben wirklich den Zimmerservice gerufen, haben was auch immer mit der Zimmerservice-Trolla angestellt. Im besten Fall haben sie wahrscheinlich nur überredet. Ja, bleib mal hier sitzen, wir machen schon. Oder sie haben sie ausgenockt. Ja. Das wäre so die Cartoon-Variante, ne? Die Tür geht zu, rumpel, 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 die anderen kommen kostümiert raus. Genau. Und ich glaube tatsächlich, es ist Letzteres. Also als der Servierwagen reinfährt, sieht man nicht so ganz genau, wer das ist. Man sieht es halt nur so von oben und von hinten. Und sie hat halt auch so einen Mako-Pferdeschwanz, aber ich glaube tatsächlich, es ist eine andere. Außerdem macht es halt viel mehr Sinn, weil woher sollte Makoto jetzt plötzlich dieses Outfit haben, außer sie hat schon vorher mal fotografiert. Ja gut, sie kann sich ja rausgeschlichen haben, irgendwo eine Hotelangestellte gesucht haben, fotografiert. Ja, aber das glaube ich eigentlich nicht, weil da sind ja
diese Wachen vor dem Zimmer. Ich glaube jetzt nicht, dass sie sich da rausschleichen kann. Ja gut, aber es scheint ja Erdgeschoss zu sein, vielleicht aus dem Fenster, aber mir gefällt die Variante, wir haben wirklich den Zimmerservice gerufen und ausgenockt, gefällt mir einfach besser. Ja, also wie gesagt, man sieht nicht so recht, wenn sie reingeht, ob es jetzt Makoto ist. Ich würde eigentlich sagen, nee, nein, kannst du nochmal ganz kurz gucken? Also ich glaube, sie ist es nicht, weil sie ist irgendwie zu klein, kommt es mir vor. Ich finde, also man sieht halt ihr Gesicht leider nicht, aber von der Gesichtsform her, glaube ich, ist sie auch minimal anders, aber vielleicht täuscht es auch nur. Also die Frisur ist halt. Zeig mir nochmal die Szene, wie sie rauskommt, ob sie dann immer noch so, ob das Größenverhältnis dann immer noch gleich ist oder ob sie jetzt größer aussieht. Ja, sie geht jetzt so gebückt, aber ich glaube, sie ist größer als vorher. Ja, dann ist es wahrscheinlich wirklich diese Variante gewesen, dass sie wirklich den Zimmerservice gerufen haben. Tja. Und anscheinend haben sie auch irgendwie ein Loch in den Servierwagen gesägt. Ja, also das ist halt auch so eine Cartoon-Szene, wie man sie auch aus vielen Filmen kennt. Ja, da ist halt so ein Loch drin und Ray sitzt im Wagen und auf ihrem Kopf ist dann diese Servierglocke, wie man das auch immer nennt. Ja, diese Warmhalteglocke. Ja, das kennt ihr bestimmt. Ich weiß eigentlich auch, wie die Dinger ganz offiziell heißen, aber ich hab's gerade vergessen. Ja, dann gibt's eine süße Szene, nämlich schmeißen sie dann diesen Wagen runter und Ray sitzt halt nur noch auf diesem schiebbaren Rollbrett und wird von Marco so geschoben, alle gucken so und die beiden haben richtig Spaß. Und Ray gefällt das halt auch, dass sie da so fahren darf. Bei mir wirft sich hier die Frage auf, wo hat Ray eigentlich auf einmal wieder ihr Miko-Gewand her? Stimmt. Aber im Zweifel Handy. Ja, gut, aber kann ja sein, dass sie das da immer noch in dem Raum gehabt hat. Sie hat sich da ja umgezogen. Ja, aber ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, sie hatte aber, als sie mitgenommen haben, hatte sie, glaube ich, Schuluniform an. Aber jetzt bin ich mir nicht sicher. Kann auch sein, dass sie das Gewand anhatte. Oh Gott, ich vergesse immer, wie das heißt. Egal. Das weiß ich jetzt auch nicht. Doch, das ist gar kein schwieriger Name, aber ich vergesse ihn irgendwie immer wieder. Irgendwer wird es jetzt in die Kommentare klugscheißen. Ich kenne euch doch. Ja, da gibt's auch so eine süße Szene, wo Makoto irgendwie den Inhalt ihrer Tasche verliert, weil irgendwann halten sie halt. Und dann sagt Ray, oh, das ist ja alles süß, weil sie hat halt auch so einen Nako-Nako-Schlüsselanhänger, den hat sie anscheinend selber gemacht. Und Makoto blockt erst so ein bisschen ab, so, nee, das ist ja gar nichts, lass das doch. Und dann Ray so, und das, und das, und das, und hält lauter andere süße Sachen aus ihrer Tasche hoch. Wundert mich tatsächlich ein bisschen, dass Makoto hier so abblockt und halt eigentlich nicht will, dass Ray ihre süßen Dinger sieht. Naja, wahrscheinlich, weil Ray jetzt, weil sie Ray sich irgendwie so ein bisschen als Feindbild im Kopf aufgebaut hat und vor Ray jetzt nicht süß und damit schwach dastehen will. Ja. Und das lässt sie dann ja auch gleich fallen. Wahrscheinlich. Ja, dann springen wir rüber zum Kostümwettbewerb. Da ist jetzt aber doch was passiert, nämlich sind alle außer Usagi einfach rumgekippt. Genau, durch Zeusides Musik und Jedi teleportiert sich jetzt in die Szene. Also, was er da macht, es ist so, Zeuside hat irgendwie so einen Zauber, nennen wir es mal so, mit dem kann er Jedi zu Sailor Moon schicken. Und er weiß dadurch nicht, wo Sailor Moon ist, aber er teleportiert sie halt dahin, wo Sailor Moon ist. Genau, aber das geht halt auch nicht für längere Zeit. Naja, und dann steht halt der Usagi im Kostüm und die verwandelt sich jetzt. Aber ist anscheinend nicht so schlimm, weil er sie im Kostüm nicht erkennt. Genau, weil da hat sich ja nur eins der Pferdemädchen verwandelt. Also hat Usagi ja nicht als Usagi sehen können. Witzig finde ich, Jedi hat offenbar die Verwandlung ausgenutzt, um sich in eine bessere Position zu bringen, weil Usagi kommt aus der Verwandlung raus und wird sofort von hinten gewürgt. Ja, hat sich anscheinend hinter sie gestellt und die Verwandlung abgewartet. Stell mir das gerade vor, wie er da steht, sie verwandelt sich, er guckt so auf die Armbanduhr. Ich habe ungefähr 30 Sekunden Zeit. Ja, aber ich glaube ja eigentlich, dass die Verwandlungen ja eh eigentlich total schnell gehen und halt nur für die Zuschauer so detailreich sind. Klar. Dass sie halt eigentlich nur plopp verwandelt. Ja, naja. Und jetzt haben wir schon die... Zoysite ist offensichtlich hinter Minako her. Ja, also Minako sitzt gerade im Auto mit so einem Fahrer und plötzlich sieht sie Jedi von außen und plötzlich spielt auch im Auto so eine Klaviermusik, die auch immer wilder und durcheinander
wird. Aber die Musik ist nicht magisch erzeugt, sondern die kommt aus dem Radio offenbar, weil sie sagt dann, mach die Musik aus, dann drücken sie auf den Knopf und die Musik ist aus und Zeuseit ist weg. Also, ja. Was auch immer Zeuseit da für eine Magie zusammenbraut, es ist anscheinend noch nicht ganz fertig. Ja, also ich weiß auch nicht, aber anscheinend beeinflusst Zeuseit die Musik schon irgendwie, aber sie kommt halt nur aus dem Radio und kann einfach ausgeschaltet werden. Naja, aber dann schaltet der Typ die Musik aus und dann ist Zeuseit auch schon weg. Aber, das ist nachher noch wichtig, Minako scheint sich nicht so gut zu fühlen deswegen und bricht jetzt den Auftritt beim Kostümwettbewerb ab. Genau, aber erstmal der Kampf. Genau. Ja, Usagi, also Sailor Moon wird halt jetzt ausgenockt und kann halt, also nicht direkt ausgenockt, aber sie kann halt nicht mehr kämpfen. Und da kommen aber Jupiter und Mars zu Hilfe. Genau, und dann gibt's eine Runde Senshi-Ballett und ja, sie können ihm so halbwegs Paroli bieten, aber dann will er das Super-Kamehameha abfeuern. Ja, genau, sie kämpfen gegen Jedi und plötzlich will er dann aber... Ja, also erstmal machen sie... Rey macht, was Akuriotai-san und Jupiter erstmals eine Attacke namens Flower Hurricane. Der hat sie auch im Manga. Ach ja, hier würde ich anmerken, Akuriotai-san hat die falsche Animation. Aber ist die wirklich falsch? Wir sehen die Animation von Yomatai-san. Nee, nicht wirklich. Also wir sehen eigentlich gar keine so richtige Animation, sondern halt so in das normale Kampfding integriert. Ja, aber es fliegen keine Bandzettel. Bei Akuriotai-san fliegen immer Bandzettel. Ja, stimmt. Aber vielleicht ist es einfach nur eine Abwandlung. Okay. Naja, jedenfalls kann Jedi beide Attacken abwehren, will dann das Super-Kamehameha abfeuern, macht dann ein Gesicht, als hätte er Durchfall und teleportiert weg. Genau, also er will so eine riesige grüne Energiekugel abfeuern, aber dann geht ihm quasi die Kraft aus für diesen Zauber und er wird wieder zurückteleportiert. Also man muss sagen, er war eigentlich gar nicht da. Es war eher so das Star Wars-Hologramm-Ding. Also er war halt, ne, es war quasi eine Astralprojektion, kann man auch sagen. Es war quasi Jedis Geist irgendwie. Genau. Und dem Zauber, der ihn dahin gebracht hat, geht jetzt offenbar der Saft aus und deswegen landet er wieder im Dark Kingdom in seinem eigentlichen Körper und deswegen ist er weg. Ja, und dann gehen sie zu Usagi, die jetzt so müde ist, dass sie eingeschlafen ist. Sie brabbelt halt noch irgendwas davon. Ja, und ich hab doch noch alles geschafft und ich hab das Kostüm fertig und jetzt werde ich den Wettbewerb gewinnen. Na, müde. Kupi. Ich finde den Blick von Rey so süß, die so ganz verwirrt guckt, so, hä, was denn jetzt? Ist die eingeschlafen? Jo, aber es ist eine sehr süße Szene. Ja. Und mir tut auch Usagi voll leid, weil jetzt kann sie halt nicht mehr am Wettbewerb teilnehmen. Ja, aber sagen wir mal ehrlich, gewonnen hätte sie ja eh nicht. Nee, aber sie hat sich so angestrengt und sie hat ja dann auch wirklich alles geschafft. Mhm. Tatsächlich ganz allein, ne? Im Prinzip, ja. Ja, sie hat gelernt, sie hat die Hausaufgaben anscheinend gemacht und sie hat das Kostüm fertig. Krass. Also wäre nicht Jedi dazwischen gekommen, hätte sie es wahrscheinlich alles hingekriegt. Ja, und weil aber Usagi jetzt nicht mehr teilnehmen kann, denken sich Rei und Makoto jeweils unabhängig voneinander, okay, dann nehme ich halt jetzt das Kostüm und dann, ja, mache ich halt quasi für Usagi mit. Und dann sehen die sich beide. Sie haben jetzt aber nicht Usagis Kostüm, sondern ein anderes. Wo ich mich ja zumindest bei Mako frage, wie hat die so schnell so ein geiles Einhorn-Ding zum auf den Kopf setzen gebastelt? Na gut, es ist Mako, die kann das. Also ich hätte jetzt vermutet, dass Makoto von vornherein vielleicht ja auch teilnehmen wollte. Ah ja, das kann natürlich sein. Ja, stimmt, vielleicht wollte sie heimlich teilnehmen. Weil sie ist ja auch großer Minako-Fan, aber wegen der Rey-Sache hat sie dann nicht gemacht. Oder wollte es halt vielleicht von den anderen dann nicht zugeben. Ja, und Rey schminkt sich dann gerade noch so ein riesiges Nako-Nako-Auge auf. Ich denke immer, es heißt Kupi, aber es heißt Nako-Nako wegen Minako. Was ich mir ewig nicht merken konnte, weil ich nicht gecheckt habe, dass es Nako-Nako wegen Minako heißt. Okay. Ja. Ja, und dann müssen die beiden noch auf der Bühne performen. Makoto ist erstmal so total awkward. Kupi? Und alle jubeln ihr aber zu und dann wird sie mutiger und hüpft so rum. Ja, was auch nicht wirklich eine gute Performance ist, aber immerhin etwas gelassener. Ja, alle jubeln. Und dann kommt die furchteinflößende Rey mit ihrem Kupi. Ja, also erstmal macht sie so ein ganz tiefes Kupi, das sehr ernst klingt. Aber dann
macht sie es mega gut und ja, macht halt so ein sehr süßes Kuppi. Und das fand ich echt gut. Ich fand auch ihr Kostüm, ja gut, es geht. Ja, die sind alle nicht so mega geil, bis auf das eine. Ja, Also Ray hat halt so ein Helm auf, wo sie einfach so ein Horn aufgeklebt hat. Und Makoto hat halt wie so eine Stoffhandpuppe, aber über den Kopf. Rays Performance war natürlich der Knaller. Da steckt schon so ein bisschen die Reiko-Maß drin. Ja, sie hat Star-Potenzial, dazu kommen wir auch noch. Aber trotzdem haben beide nicht gewonnen, sondern haben nur einen Trostpreis bekommen und beschließen, dass sie das Usagi nicht erzählen werden. Oh, das ist schon traurig, die arme Usagi. Und Usagi liegt im Bett und sagt im Traum immer nur Kuppi. Ja, dann liegt halt Jedi im Dark Kingdom auf dem Boden und Zeus sagt so, ja, hat halt nicht funktioniert, aber ich habe Sailor V gespürt. Dank, dank, da. Und er spielt Klavier und ich glaube, damit endet dann diese Folge. Genau. Ja, eine Sache wollte ich noch sagen, nämlich irgendwann, als Usagi beim Lernen sitzt, sieht man auf ihrem Blatt sowas, da steht halt das Wort Friends drauf. Was natürlich zu dieser Folge passt. Also weil sie ja auch gerade drüber nachdenkt, dass Makoto und Rei sich immer noch streiten. Ja, und das ist direkt nach der Szene, wo Ray gesagt hat, wir sind keine Freunde. Ah, ja. Ja, gut. Ansonsten können wir dann eigentlich zur Bewertung kommen, oder? Ja, wie hat dir die Folge gefallen? Sehr gut. Ich habe jetzt mal 4 bis 5 Punkte gegeben. Bei mir kriegt sie die vollen 5. Ja, also ich habe auch eigentlich gar nichts daran auszusetzen. Dann glaube ich, würde dann auch 5 geben. Also, weil ich meine, es war halt wirklich super süß. Also diese Rei und Makoto-Beziehung. Dann haben wir schon so ein bisschen was von Rei und ihrem Vater mitgekriegt. Aber auch Usagi war echt süß mit diesem Kostümwettbewerb. Ja, und es war auch witzig. Zumindest diese Szene mit Ikuko. Ja, also nee, fand ich sehr cool. Kein lächerliches Monster. Stimmt, wir hatten halt eigentlich nur Jedi, der da gekämpft hat. Nee, es war eigentlich alles sehr, sehr cool. Kann man sich nicht beschweren. Ja, ich glaube, das war die Folge, bei der ich denke, bis zu der müsst ihr durchhalten, dann habt ihr den Wahnsinn von PGSM durch. Dann wird's, ja, ab jetzt geht's bergauf. Genau, ab jetzt geht's bergauf. Wer ist dein persönlicher Win der Folge? Ich denke, es wird der gleiche sein wie bei mir. Ja, als Honorable Mention vielleicht noch Usagi, weil sie dann wirklich alles allein geschafft hat. Ja, vielleicht auch noch Rei, aber ich würde sagen Makoto. Oh, echt? Bei mir haben ihn beide bekommen, Ray und Mako. Ja, ich hätte auch überlegt, aber wenn ich mich für eine entscheiden muss, dann Makoto, weil sie hat halt wirklich Rei so schön beschützt, wollte sie retten und hat sie dann auch noch da raus manövriert und hat sie halt auch dazu gebracht, dass sie überhaupt da weglaufen will. Ja, okay, aber ich gebe ihn trotzdem Ja, beiden. also Rei hat das auch sehr gut gemacht. Also die haben sich vertragen. Haben schön Freundschaft geschlossen, das war schon sehr süß. Wer ist dein Fail der Folge? Ja, da war ich nicht so ganz sicher. Also ich hätte vielleicht Usagi, weil sie halt am Anfang zumindest alles verkackt hat. Und ja, sie hat als Sailor Moon im Kampf auch keine so gute Figur gemacht. Aber es ist halt jetzt wirklich hier nur so eine Honorable Mention. Na, selbstverständlich hat sie keine gute Figur gemacht. Sie war ja auch völlig übermüdet. Ja, okay, stimmt, das kommt natürlich auch noch dazu. Ja, oder vielleicht Jedi, weil ihm der Saft ausgegangen ist, aber dafür kann er natürlich auch nichts. Mein Fail ist Reis Vater. Rays Vater ist, der ist mir gar nicht eingefallen, weil er ja praktisch nicht vorkommt. Ja, das stimmt, aber na, wen hast du? Jedi. Und zwar, weil ich den Plan, ich beame mich dahin, wo Sailor Moon ist, ohne zu wissen, was ich dann da machen soll und wie es weitergeht, halte ich für total bescheuert. Naja, aber ich meine. Also in einer Welt, in der Dummheit bestraft wird, hätte Jedi diese Aktion nicht überlebt. Okay, verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, warum das so bescheuert sein Na, soll. jetzt stell, der wusste ja nicht, wo er landet. Jetzt stell dir mal vor, der beamt sich in die Geheimbasis, umgeben von 4 Senshi, die ihm sofort auf den Deckel hauen. Naja. Der hatte doch Ja, keine okay. Ahnung, dass er gerade zufällig eine übermüdete Sailor Moon auf einer Kostümparty antrifft. Nee, aber. Ich meine, es ist halt schon allein deshalb eigentlich ganz schlau, weil du sie dann vielleicht in Zivil antriffst und dann ihre Identität kennst. Oder er hätte die Geheimbasis zumindest gefunden. Ja, aber wenn die da zufällig gerade ge alle gesessen hätten, gehe ich davon aus, wäre er da nicht lebend rausgekommen. Nee, also es ist natürlich sehr risikoreich, aber ich finde, die Idee an sich ist gar nicht so schlecht. Weil ich meine, da kannst du halt dann Sachen rausfinden.
zum Beispiel ihre zivile Identität. Und du kannst ja dann direkt sagen, aha, Sailor Moon, sofort Instant Überraschungsattack. Obwohl, nee, warte mal, mir fällt gerade ein. Nee, doch, das ist gar nicht so doof, weil die können ihn ja gar nicht umbringen, er ist ja nur ein Geist. Ah, ja, okay, nee, dann nehme ich zurück, dann schließe ich mich an, doch, Reis Vater. Ja, ich finde aber, also ich würde dann vielleicht auch sagen, Reis Vater und Co. Weil die anderen. Ja, und die Handlanger halt. Ja, aber ich meine, das ist halt auch nicht so geil, dass die dann da. Dass die halt damit einverstanden sind, einfach dieses Mädchen halb zu entführen und die gegen ihren Willen dahin zu bringen. Ich stelle mir auch gerade nachher vor, wie Rays Vater die nachher ausquetscht, was denn da jetzt schiefgegangen ist. Und seine beiden Gorillas lassen sich von der 14-Jährigen vermöbeln. Und hier seine Tussi lässt Ray aus den Augen und die kann einfach entkommen. Das sind, ey, wow. Sie könnten die Handlanger von Hades sein. Ja, genau. Okay, dann sind wir soweit durch, würde ich sagen. Ja, auch das war wieder mal eine kürzere Folge, aber wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen. Schreibt uns gern Kommentare, was ihr von dieser Folge haltet. Oder auch sonstige. Ja, oder was euch sonst noch so einfällt. Immer gerne Kommentare. Dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat. Und Meta hat sein Schlusswort vergessen. Ja, dann schreib mal eins. Ja, es geht nicht, das dauert nicht lange. Ich habe den ersten Satz schon. Ciao, ciao und seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn Tuxedo Mask eine Bombe platzen lässt, wenn ein geheimnisvoller Silberkristall auftaucht und Usagi sich in Tuxedo Mask hineinversetzt. Das Mondlicht ist die Botschaft der Liebe.